Das sind eher mehr Menschen, die sich gegen den Islam richten. Und hier in Deutschland sieht man das auch sehr gut. Man wird beleidigt, wenn man zum Beispiel jetzt mit dem Kopftuch durch die Straße laufen tut, dann wird man halt als eine... Ja, ich denke, das sind die Ängste der Leute gegen den Islam. Also wegen der, ja, sie haben negative Meinungen über den Islam. Ja, unter dem Wort Islamophobie verstehe ich allgemein, Phobie ist ja Angst, und ja, Islamophobie würde ich dann verstehen, die Angst vor dem Islam. Islamophobie, meiner Meinung nach, das wurde in den Medien sehr oft als negativen in Verbindung gesetzt, wobei das überhaupt nicht stimmt. Ja, das wurde in den Medien, Islam wurde so verdeutigt, dass Islam Terror und Ehrenmord und das alles, das stimmt überhaupt nicht. Also die Leute haben, die Medien haben einfach Angst gemacht, den Islam irgendwie kennenzulernen. Das sagt mir eigentlich, dass die Menschen also Angst haben vom Islam, also. Aber ich habe keine Angst vor dem Islam, ich bin selber Muslime und stehe auch zu meiner Religion. Okay. Und ja, wegen den Attentaten, die in den letzten Jahren waren. Ja, Islamophobie sagt mir größtenteils, dass es mit den Ängsten verbunden ist. Mhm. Also eigentlich nur das Negative über den Islam. Damit verbinde ich eigentlich Islamophobie. Ja, also ich weiß, was es bedeutet. Das sind halt Leute, die was gegen den Islam haben und gegen den Islam arbeiten. Gehört. Islamophobie habe ich noch nie gehört, aber ich würde mal sagen, das sind Menschen, die Angst vor dem Islam haben, so wie ich das jetzt analysieren würde. Ah, der erklärt von alleine, heißt ja irgendwie ein Hass gegenüber dem Islam entstanden. Ja, es kann sein, dass durch die Medien wird das missgebraucht, aber eigentlich, das sagt mir keiner. Ne, es ist auf jeden Fall so, dass wir immer so verurteilt werden, schon von vornherein. Also, dass man irgendwie denkt, was ist das für eine Gruppe, also was haben die, was führen die im Schilde, so. Wenn man durch die Stadt läuft, Flyer verteilt oder so für IS oder sonst was, dann ist mir schon mal passiert, dass ein alter Mann gesagt hat, ach, diese Gang, so nach der Art. Also, Abneigung dem Islam gegenüber? Ja. Angst vor dem Islam. Ja, ich denke, Islamophobie ist ein Etikett, beziehungsweise ein Phänomen vielleicht auch, was sich auch irgendwo wiederfindet. Hat wahrscheinlich auch viel mit diesem Etikett Islamisierung zu tun, dass so etwas auftritt wie eine Islamophobie. Ich denke, das gibt dann auch immer so diese zwei Welten. Zum einen eben diese mediale Darstellung des Ganzen und dann zum anderen eben diese Realität, wie es halt wirklich ist. Und ich denke schon, das eine hat ein bisschen was auch mit dem anderen zu tun oder nimmt Einfluss aufeinander. Also vor allem diese mediale Welt auf die reelle Welt in Anführungszeichen. Und insofern merke ich das schon oder nehme das schon auch wahr. Also im Familienkreis, da werden dann immer diese Klischees und diese Bilder, die man halt immer wieder suggeriert bekommt über die Medien, ja, aufgetischt, Frau im Islam, Terrorismus, Rückständigkeit und ja. Islamophobie, dass ja die Menschen in dem Land Angst haben vor dem ja, Islam oder vor den Muslimen, weil sie ihn nicht kennen. Vielleicht auch die Angst davor, dass ja, ihre Werte, ihre Traditionen sozusagen ja, nicht mehr so stark präsentiert werden, dass sie sich fremd im eigenen Land vorkommen. Sagt mir, dass die Menschen in Deutschland Angst vor dem Islam haben.